Ah, das sind die hellen Köpfchen. Ich stelle jetzt noch einen Hausmeister ein. Was hat der? Ausdauertraining. Hat eine dunkle Seite. Schmutzfink hat keine Ahnung, was er tut. Genau solche Leute müssen wir einstellen. Entleuchtungsklinik. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Helles Köpfchen. An Erleuchtung leidende Patienten erkennt man vor allem an ihrer Ausstrahlung. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Entleuchtungsklinik. Patient bitten zu warten. Okay. Oh, 21. Boah. Genau, lauf einfach durch das neue Gebäudezimmer. So, das stellen wir jetzt hier hin. Dann können nämlich die von da drüben schauen, was hier so passiert. So, Feuerlöscher, noch eine Pflanze mit rein. Neue Krankheit, schlechtes Bauchgefühl. Ah ne, dann muss das verkauft werden. Nein! Ich möchte gerne das Fenster. Dann mach mal das Fenster dahin. Ist mir jetzt egal. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Dave. Ich bin so traurig und dann kann ich nicht mal kochen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was kann er tun, Dave? Warum versuchst du es nicht bei der Orbi-Stiftung? Die Orbi-Stiftung? Die Orbi-Stiftung. Früher hatte ich Probleme, aber jetzt habe ich einfach Spaß. Die Orbi-Kugel ist die perfekte Form und eine Lösung für alles. Okay. Dies ist eine Werbesendung der Orbi-Stiftung. Ach. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio 2Point. Okay, neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl. Chronische Miesepetrigkeit aufgrund eines... Was? Myelistischen Grimmdarms. Okay. Patient wird zur Apotheke geschickt. Bettengesicht. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Bettengesicht. Eine äußerst besorgniserregende Verzerrung des Gesichtes, die durch komische Schlafposition verursacht wird. Ärzte empfehlen, die Schlafposition stets durch ein Bettwinkelmesser zu überprüfen, wenn wir Patienten zur Behandlung in die Station schicken. Okay. Achso. Was brauche ich jetzt hier? Ein Arzt. Prinzipiell müsste ich jetzt noch einen Arzt einstellen. Ne, ich hab schon drei Ärzte, stimmt. Da war ja was. Anmerkung an den Patienten. Hegen Sie keine finsteren Gedanken. Nicht schlecht. So, dann bauen wir hier noch so ein bisschen... Schon gewusst, wenn du ein Zimmer baust, kannst du es aufheben, okay? Ja, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon, als ich wild rumgeklickt habe. Dann brauchen wir noch ein Getränk und einen Snackautomaten. Oh! Weißer Kittel, durchschnittlich groß. Oh oh. Ich glaube, wir haben gerade einen Patienten verloren. Stirbt. Erfolgschance war 90%? Was? Oh oh. Mhm.
Oh nein! Wenn ein Hausmeister benötigt eine. Und mein Hausmeister? Patiententod. Traurige Neuigkeit. Unser erster Patient ist gestorben. Der Arme. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt. Oder wenn sie zu lange warten müssen und sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses. Außerdem kann es passieren, dass der Geist des verstorbenen Patienten das Krankenhaus heimsucht. Wenn das passiert, werden Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung benötigt. Nicht schlecht. Wenn ein Patient stirbt, bleibt manchmal ein Teil von ihm zurück. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Ja. Das kann für jene von uns, die mit ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung sein. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur aus Ektoplasma. Ugh. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und anderswo wieder aufzutauchen. Wen rufst du dann? Natürlich den Hausmeister! eine geistige Ausbildung. Leute mit dieser Qualifikation sind mit der modernsten autopsychischen Geisterjägertechnologie vertraut. Ja. Nein! Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ich wollte nur mal schauen. Dankeschön. Mein Hausmeister. Die. Bereit für Weiterbildung. Wie kann ich ihn weiterbilden? Prüfen. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt ist das Protokoll. Pause einlegen. Dann stellen wir jetzt einfach mal einen ein. Oh! Okay. Los geht's! Die erste Auszeichnung. Geht an. Was ist die Perf? Das konnte ich jetzt schnell gar nicht lesen. Die Perf-Auszeichnung für Krankenpfleger des Jahres. Ausdrücken wir uns was als Jahres. Jumbo Mega Corp. Okay. Oh. Okay. Was haben wir noch? Ja. Auszeichnung für Arbeitgeber des Jahres. Sehr cool. Ja, keine Todesfälle. Ha, das war jetzt blöd. Was haben wir da? Krankenhaus mit höchstem Prestige. Oh. Die Two-Point Foundation. Nein, an die Orbi-Stiftung. Okay, nicht schlecht. Steht jetzt irgendwas dabei? Arzt des Jahres. Okay, ich brauche jetzt trotzdem noch einstellen. Hausmeister mit... Ja, der ist aber nur der eine. Geborener Mentor. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Da fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer... Ja, auch! Hallöchen in den Chat, Maya. So, Beförderung. Medizinstudentin. Boah, da können wir doch das Gehalt noch ein bisschen drücken. So.
Aber wir befördern die natürlich. Ja, so langsam läuft hier unser Krankenhaus. So, hier können wir dann auch jetzt schauen. Okay. Naja, wir haben ja immer noch so ein bisschen Personal über, dass ein paar auch Pause machen können. Da sehe ich doch gar kein Problem. Patientenliste. Nutze die Patientenliste, um alle Patienten des Krankenhauses im Blick zu behalten. Hier kannst du ihre Diagnose, ihre Behandlungsfortschritt sowie ihre Gesundheit und Zufriedenheit prüfen. Finde schnell die Menschen, die unzufrieden sind. Okay, ja, das können wir halt so als Diagnose. Krankheitenliste. Ja. Nutze die Krankenliste, um nachzusehen, welche Krankheiten bisher in deinem Krankenhaus zuvor gekommen sind. Ja, du kannst. Okay. Heilungsrate 100%. Aber ändern können wir jetzt da auch nichts. Oder der ist Chefhausmeister, nicht schlecht. Was es nicht alles gibt. Bitte seien Sie achtsam. Mangelnde Achtsamkeit kann tödlich enden. Warum laufen meine Leute auf dem Flur rum und tanzen? So, hier ist nicht besetzt und hier drüben tanzen die Leute rum. Ja, das ist ja wie in echt. Achso, er muss erstmal. Ah, ich habe das falsch rum hingestellt. Ne. Heute habe ich. Ach, sie ist in Bereitschaft, okay. Ein einziges Wort für Sie. Hosen. Man sollte sie Hosen. Tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Knubbelknie. So, wenn wir den jetzt geheilt haben, dann sollten wir eigentlich unser Ein-Sterne-Krankenhaus. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Ja, dass man das nochmal drehen kann. Haben die, glaube ich, im Tutorial gesagt, dass man das nochmal ändern kann. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so essentiell wichtig. Jetzt. Geschätzter Krankenhausleiter. Ein-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Truepoint mit einem Stern, also einen von maximal drei, bewertet. Ich habe zur Feier des Tages die Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Das ist ja auch schon mal was. Baue dein Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Vor allem der Schnickschnack ist uns da wichtig. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Blocks öffnen. Ganz deine Wahl. Wir bleiben jetzt erstmal noch ein bisschen hier in dem Krankenhaus. Ah ja, ach, das kann ich jetzt so instant. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste den ganzen Raum dafür. Das, Maya, danke für den Tipp. Finde ich gut. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Aber Krankenpfleger. Was machen denn meine Krankenpfleger hier? Ja, Leute, 100% Energie, was? Da muss man schon ein bisschen aufpassen, das ist ja Wahnsinn. Ah, da kann ich auch noch das Tempo ändern. Ja, eigentlich könnte man es jetzt hier ein bisschen schneller laufen lassen.
Okay. Aufheben. Das war's da rufen. Ne, alles gut. Okay, also das ist schon das hohe Tempo. Ich sehe hier erstmal das Ruf. Stufe 5. Es ist wieder der Stufe 5. Ausgabe von Lebensweisheiten mit Sir Nigel. Heute mit einer Flasche des 2009er Chardonnays vom Weingut Krötenblässe. Es handelt sich der feine Herr. Den reizlosesten Wein, den ich je ausgespuckt habe. Okay. Das grauenhafte Aroma erinnert an zerkochten Rosenkohl. Was den Geschmack angeht, würde ich lieber an einer Kröte des besagten Weingutes lecken, als jemals ein weiteres Glas davon zu trinken. Wir brauchen noch eine Empfangsdame oder Empfangsherr. So, Assistenten. Der Junge von nebenan hat Potenzial, wird schnell müde. Kann nicht Auto fahren. Ha. Streitet gern. Ist genau die richtige Person für den Empfang. Oh, Violetta Hulk. Hygienischer Potenzial, vertraute Post. Ja, und wenn man schon Hulk heißt, also. So, was hat die? Ausdauer trainiert, emotionale Intelligenz und Kundenbetreuung. Finde ich gut. Auf geht's. Was? Nicht schlecht. Ja, aber momentan raummäßig, weiß, dass die hier alle am Rumchillen sind. Aber die sind alle in Bereitschaft, oder? Sucht nach Arbeit. Oh nee. So. Oh nee. Aber was ist denn da gestorben? Na. Gut, dass wir unseren Hausmeister haben. Heilungsrate. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir unseren Ruf ein bisschen pushen. Ja, okay, verstehe ich. Bei 50% Heilungsrate. Ja, aber weiterbilden kann ich, glaube ich, die Leute jetzt noch nicht. Ah, das ist der Diagnosefortschritt, okay. Zufriedenheit, Gesundheit. Ja, Moment. 97% Gesundheit? Die Leute kommen gesund hier rein? Nee. Ja. Ist die Station überfüllt? Ja, was? Ich will nicht die Bank verkaufen. Angenehm. Was ist die Temperatur oder was? Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Ja. Okay. Nee, also da scheint alles eigentlich ganz gut zu laufen. Ich dachte, Helles Köpfchen ist schon so gut erforscht.
Nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Du, er ist nicht zufrieden. So. Nach 4 ziellosen Jahren hatte Two Point County politische Führungsstärke noch nie so bitter nötig. Also wählen Sie Tabitha Winsock in den kommenden Bürgermeisterwahlen für 4 weitere Jahre ins Amt. Tabitha Winsock. Planlos, aber beständig. Direkt aus den Wolken. Das ist... Da kann man direkt Gehalt prüfen. Prüfen Sie Mitarbeitergehaltszufriedenheit. Okay. Okay. So. Oh, cool. Das ist interessant gemacht, weil irgendwann hast du ja wirklich... Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Irgendwann hast du ja wirklich... Was? Notfall? Helles Köpfchen? Es gab vor Ort einen Ausbruch von Helles Köpfchen. Einige der Betroffenen haben durch eine Reihe von Leuchtsignalen, dass sie behandelt werden möchten. Okay. 90 Tage habe ich Zeit. Ja, doch, als Nachwuchshausmeister kriegt er schon ein bisschen was. Den befördern wir jetzt. Wir nehmen den Notfall an. So. Oh, die ist ja so teuer. Das habe ich ganz vergessen. Ach, immer annehmen. Das klappt auch. Das klappt zu 99%. Okay. Ach, ich habe jetzt auch die Poster hier. Oh, genial. Okay. Ich dachte halt, noch einen zweiten Raum bauen, damit es hinhaut. So, da braucht man einen Arzt für. Will mehr Geld, ja. Was haben wir denn hier? Allgemeinmedizin. So, der Junge von dem Mann, grüner Daumen, hat nur Stromkopf. Ich glaube, dass Münzen häufiger auf Zahl landen. Ja. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Bänke. Wieso die alle da drauf gehen? Ach, das ist Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolf. Die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Was? Aber zuerst Musik. Dr. Maurice kann den gewünschten Zielort nicht erreichen. Hängt die irgendwo? Ist doch alles gut?
Nee, ich dachte auch, dass ich da irgendwas zu dicht gebaut, aber er bewegt sich ja. Das ist ja das... Na, ich beobachte das jetzt mal so ein bisschen. Okay, jetzt ist es repariert. Jetzt müsste doch eigentlich... Genau. Achso, jetzt hat er wahrscheinlich gerade gespeichert, weil es kurz geleckt hat. Okay. Sondermeldung. Klasse, wir haben die komplette Patientengruppe... wir konnten die komplette Patientengruppe heilen. Das hat unseren Ruf wirklich geholfen und wir erhalten eine tolle Belohnung. Okay. So, ich will jetzt aber hier noch überall die schönen Poster hinhängen. Oh. Natürlich auf Toilette auch. Ganz wichtig. Komisch. Ja. Im Falle eines Erdbebens, bitte halten Sie still. Ich baue jetzt noch mal eine Station. Etwas größer. Ich habe versucht, mich mit Pendeln und Uhren zu hypnotisieren. Aber der Klang meiner eigenen Stimme scheint am besten zu funktionieren. Das glaube ich. Ich sage eine Sache und eine andere. Und dann sage ich eine Sache und eine andere. Womöglich seid ihr jetzt auch alle hypnotisiert? Ja, fast. Ah, Mist, das steht ein bisschen im Weg. Oh ja, ganz wichtig, eine Pflanze. Das darf nicht fehlen. Und natürlich unser gutes Entleuchtungsposter. Jetzt mal eine Umkleide drin. Oh, kriegt sogar jeder sein eigenes Fenster. Das ist ja. Oh, und ein Fenster rüber zur Tür. Ah, nee, das war jetzt keine gute Idee. Das Fenster machen wir weg. Ist, glaube ich, auch nicht so die schlauste Idee, ein Fenster rüber zur Toilette zu machen. Oh. Geschätzter Krankenhausleiter. 2 Sterne Krankenhaus. Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Wenn du mit deinem aktuellen Tempo weitermachst, hast du es bald erreicht, was mit deinem ersten Krankenhaus möglich ist. Ich spüre, wie dein Selbstvertrauen wächst. Pass auf, dass du nicht letztlich nur noch tiefer stürzt. Okay. Oh, wir haben jetzt einen Salz-Snack-Automaten.